Mir ist wichtig, dass wir unsere Mit- und Umwelt für die nächsten Generationen so erhalten, wie sie jetzt ist. Der Klima- und Umweltschutz ist aber nicht nur hier in der Schweiz, sondern auch weltweit sehr wichtig. Und da stehen unsere Banken und Grosskonzerne auch sehr stark in der Verantwortung. Weil die tragen euch zur weltweiten Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung und auch Ausbeutung von den Ländern bei. Aber auch wir hier in der Schweiz sollten nachhaltiger mit unserer Umwelt und unseren natürlichen Ressourcen umgehen. Dabei sollte die Kosten und die Verantwortung aber nicht nur auf das einzelne Individuum abgewälzt werden, sondern sollte auch der Bund hier aktiv werden und vermehrt in klima- und umweltfreundliche Projekte investieren. Wie an diesem Rahmen hier habe ich Ecke und Kante und ab und zu falle ich euch bei unserem Rahmen. Für uns im Oberwall ist Service Public etwas am wichtigsten. Das betrifft den öffentlichen Verkehr, das betrifft die Postauto, betrifft die Poststellen. Auch das Gesundheitswesen ist wichtig, das Bildungswesen ist wichtig. Und auch eine gute Stromversorgung, aber auch ein Glasfasernetz in jedes Hinschi wäre für uns ein Anliegen. Und für das setze ich mich zu Bären ein. Für gute Lösungen zu finden, müssen wir sie einmal den Rahmen sprengen. Es braucht mehr Frauen im Nationalrat. Und darum engagiere ich mich für die Liste der SP. Ich setze mich innen für die Gleichstellung zwischen Frau und Mann, im speziellen Sinn für die Lohngleichheit. Zusätzlich sollte die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf besser gewährleistet sein. Es braucht mehr Chancengleichheit, unabhängig von Alter, Herkunft und Geschlecht. Es braucht im Bären gute Rahmenbedingungen für die Gleichstellung und für die Frauen. Ich bin der Meinung, dass jeder Bewohner der Schweiz den gleichen Zugang zum Gesundheitswesen haben soll. Egal, ob er ein Haufen Geld verfügt oder wenig Geld verfügt. Heute bekommen ein Haufen keine Prämienverbilligung mehr und kann nicht mehr zum Doktor gehen, weil sie den Selbstbehalt nicht mehr tragen können. Ich finde es nicht recht, dass man die Kostenexplosion im Gesundheitswesen auf dem Buckel der einfachen Leute eindämmen. Bei jemandem, der unserem Rahmen fällt, ist Teil unserer Gesellschaft. Für die Solidarität in der Gesellschaft zu stärken, brauchen wir eine starke Linke, wir brauchen starke SP-Mollis und die brauchen wir schon bereits in diesem Monat. Wenn wir in der Schweiz einen ökologischen Umbau wie im Jahr 2035 schaffen, dann müssen wir aus dem Rahmen fallen. Wir müssen aus dem Rahmen deichen und wir wollen es Hals in der Hand für den ökologischen Umbau vorwärts treiben mit diesem erneuerbare Energien, allen voran der Wasserkraft. Im Moment reden alle über den Umweltschutz und Ökologie und wir in der Schweiz, vor allem wir im Wallis, mit den erneuerbaren Energien, haben jeden Trumpf in den Finger, für den ökologischen Umbau vorwärts zu bringen, also dass keiner auf irgendetwas verzichten muss. Ich setze mich ein für eine offene, fortschrittliche Familie- und Gesellschaftspolitik. Ich kämpfe für die Gleichstellung von allen Menschen und allen Familien- und Lebensmodellen. Ich kämpfe dafür, dass die Kindererziehung von Frauen und Männern gemeinsam übernommen wird und dass das mit dem Berufsleben vereinbarer wird. Und übrigens, wer in unserem Rahmen geht, hat mehr Platz zum Deichen. Wir schließen Menschen aus, die nicht in den Rahmen passen. Wenn aber Menschen mit einer Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen, die anders leben oder lieben, nicht in unseren Rahmen passen, dann ist der Rahmen zu eng. Wir sind hier zu Brieg im Café Wäre, wo Menschen mit einer Beeinträchtigung den Laden schmeißen. Das sollte der Normalfall sein. Für mich steht der Mensch im Zentrum. Ich setze mich ein für eine solidarische, vielfältige Gesellschaft. Weil Vielfalt ist eine Bereicherung. Sprengen wir den Rahmen.